Ja, das Buch heißt Als mein Bruder ein Wal wurde von Ninia Weger. Und es geht um Bela, dessen Bruder im Koma liegt. Und Bela verkrampft sich über das Buch immer mehr, da er nicht mit seinem Bruder reden kann und hofft, dass sein Bruder überhaupt noch mal aufwacht aus dem Koma. Und in dieser Textstelle kann er zum ersten Mal wirklich loslassen, wirklich entspannen und entkrampfen. Und zwar mit seiner Freundin Martha am Strand. Und da steigen wir jetzt ein. Genau. Sehr schön. Komm nach vorne. Anton Naab für Mecklenburg-Vorpommern. Und Anton bevorzugt, im Stehen zu lesen. Schön. Da lohnt sich auch dieses Pult, was man hoch und runter stellen kann. Die Bühne gehört ganz dir. Fang an, wenn du möchtest. Ich schmeckte sofort das Meer und den Wind. Dieser besondere Wind, der nur von ganz weit her über ein großes Meer blasen konnte. Hand in Hand hüpften wir an den paar bunten Scheiben vorbei, die den Bahnsteig von der Straße trennten. Dann rannten wir los, die schnurgerade Straße hinunter bis zum Strand. Kurz bevor der Sand begann, befand sich ein kleiner Platz mit lauter Fontänen, die in einem Krakenmosaik aus dem Boden schossen. Wir zogen die Schuhe aus und pesten zwischen den Liegen und Sonnenschirmen hindurch ans Wasser. Große Wälle aus Felssteinen, die weit ins Meer hineinreichten, trennten die Strandabschnitte voneinander ab. Auf einen dieser Wälle warfen wir unsere Rucksäcke, meine Sweatshirtjacke und den riesen Ringelpulli und dann rannten wir mit Anziehsachen ins Meer. Im ersten Augenblick war das Wasser so eiskalt, dass mir die Luft wegblieb, aber dann warf ich mich einfach mitten rein. Die Wellen brachen sich an den Steinwällen und rollten schäumend auf mich zu. Ich sprang hoch, ließ mich ein Stück zurückspülen und fühlte mich für Sekunden wie schwerelos. »Siehst du deine Füße?« brüllte ich Martha zu. »Ja«, kreischte sie lachend zurück. Im selben Moment wurde ich von einer Welle umgehauen. Mein Kopf tauchte unter. Ich schmeckte Salz und Algen. Es rauschte in meinen Ohren. Ich sah das türkisfarbene, sprudelnde Wasser, den aufgewirbelten Sand. Sonnenstrahlen durchbrachen die Oberfläche und plötzlich spürte ich ein warmes Glücksgefühl in meinem Bauch. Es war so schön, dass ich nicht mehr auftauchen wollte. Ich wollte es auf keinen Fall verlieren. Ich wollte es mit aller Macht festhalten. Um mich herum wurde es leiser. Ich rollte mich zusammen, sank zum Grund, meine Beine berührten den sandigen Boden. Da riss mich eine heftige Welle zurück und schleuderte mich ins flachere Wasser. Ich schnappte nach Luft. Ich hörte wieder Juchzen und Lachen. Rechts und links von mir tollten Kinder in grellen Badehosen und neonfarbenen Bikinis. Da streckte sich mir eine Hand entgegen. Ich schaute auf und ergriff sie. Martha zog mich hoch, wir sahen uns an. Und dann stürzten wir uns laut schreiend in die schäumenden Wellen. Wir tobten so lange im Wasser, bis wir vor Kälte schlotterten. Völlig erschöpft kletterten wir auf den Steinwall. Felsbrocken waren von der Sonne aufgeheizt und wir streckten uns lang aus und wärmten uns. Ich schloss die Augen. Der Geruch von Muscheln und Kokossonnenmilch stieg in meine Nase. Aber es machte mich kein bisschen traurig. Nicht ein Stück. Es war mein Strandtag mit Martha und nichts konnte mir den kaputt machen. Anton Naab von Mecklenburg-Vorpommern. Oder der beste Vorleser 2019 zum 60. Jubiläum des Wettbewerbs ist, liebe Angelika. Es ist ein Gewinner, er kommt aus Mecklenburg-Vorpommern und heißt Anton Naab. Anton! Wo ist er? Anton, Anton, Anton! Wo ist er denn? Mit uns, da ist er, Herr Riedmüller. Ja, gratuliere, herzlich. Da ist er, der Pokal, Anton. Der beste Vorleser Deutschlands aus Mecklenburg-Vorpommern. Da darf noch ein bisschen lauter geklatscht werden. Anton Naab. Anton, voll bepackt mit Urkunden und Pokal. Soll ich dir was abnehmen für einen kleinen Moment mal? Komm, ich leg das mal. Herr Riedmüller, Sie halten das mal, dass du den Pokal jetzt auch mal in der Hand halten kannst. Anton, die großen Worte des Gewinners der heutigen Veranstaltung. Ich kann noch gerade nichts sagen.
Warum nicht? Ich bin sprachlos. Nein, das ist ja auch ein überwältigendes Gefühl, aber hast du irgendwie damit gerechnet? Kaum. Kaum? Was hat der Jury besonders gefallen, Angelika? Der Jury hat besonders gefallen, dass ein Bild vor Augen entstanden ist, die ja diese beeindruckende Gedankenwelt von Anton, die sich wiedergefunden hat in diesen Meeresbeschreibungen, in diesem Wasser und ein bisschen Trauer, aber auch ein Glücklichsein. Und diese ganze Stimmung hat uns wirklich eingefangen und begeistert.